Stücke hoch, Stücke ins Tal, das ist unser Fenster ins Tal. Und dann bewegen wir uns um den Kronwechsel durch das Tal durch, wieder auf den großen See. Ist wieder die gleiche Bewegung vom kleinen See auf den großen See. Wir versuchen da wirklich Druck auf den Außenski, auf die Innenkante des neuen Außenskis zu bringen. Hier vorne reinarbeiten. Jetzt hier im Steingefälle, kurz nochmal zur Theorie, super, super wichtig, weil wenn ich mir die Kurve anschaue, da ist der Schwerpunkt. Bis dahin beschleunigt der Skier hier. Weil es hier steil ist, beschleunigt der Ski umso schneller. Das heißt, wir müssen noch aktiver nach vorne gehen, dass wir nicht in Rücklage gehören. Jetzt springen wir mal den Schwung an, aber lassen die Skispitzen im Schnee. Sich kurz hochhupfen, dass wir wirklich vorne sind, den Kontakt zum Skischuh geschafft haben, landen und dann den Ski schön über Knie und Becken aufgang.
Ja? Ja, geschafft. Auf jeden Fall sehr geil auf. Sehr schön. Mein Vater ist sicher hinter mir her, auch wenn ich richtig Gas gebe. Das ist wirklich das höchste Kompliment, was ich machen kann. Dankeschön. Ich stehe 120 Tage am Ziel. Das ist gut. Das ist dann schon. Es braucht viel Mut, aber auch viel Können. Da ist mein Opa. Dankeschön. Geil. Wirklich gut gemacht. Sehr geil. Danke. Schön auch, dass du dabei warst. Danke. Der will ich auch.